Als nächstes wird zu uns sprechen Tarek Tesfu. Tarek, ja, manche kennen ihn schon. Tarek habe ich kennengelernt in feministischen Zusammenhängen mit dem Missy-Magazin zusammen. Und er ist toll, weil er der einzige of color queere Blogger in diesem Land ist. Er hat einen YouTube-Kanal, Tareks Genderkrise, da kommentiert er Homophobie, Rassismus und Sexismus. Und hat zuletzt mit der Aktion Rassismus den Stinkefinger zeigen eine Spendenkampagne für antirassistische Initiativen ins Leben gerufen. Und jetzt hören wir den einzigen of color queer Blogger, den wir haben. YouTuber. Tarek. Wow. Ich bin gar nicht so klein. Ich bin ein bisschen größer, ja? Und ja, also erstmal, ich bin sowas von impressed. Danke, dass ich hier reden darf. Danke, dass ihr alle hier da seid. Ihr seid wunderbar. Wunderschön und ja, unteilbar. Normalerweise mache ich Videos im Internet und ja, das heißt, wenn ihr keinen Bock habt, mir zuzuhören, dann könnt ihr mich wegscrollen oder den Ton ausmachen. Heute könnt ihr das nicht. Ja, ihr müsst da jetzt durch. Und ich finde das ganz wunderbar. Ich finde das mega nice. Dankeschön. Und ich bin gerade ziemlich genervt, ja? Ich bin genervt von dem Begriff Rechtsruck, ja? Weil dieser Begriff so wirkt, als wäre Rassismus so eine Nummer, die mal weg war und jetzt plötzlich auf einmal wieder en vogue ist, ja? Dank dem Trendsetter AfD. Das ist Bullshit. Weil... Das ist ja nicht so, als hätten wir schon immer die Opfer von rassistischer Gewalt immer ernst genommen. Und danach alle gemeinsam Kumbaya, my Lord gesungen, uns an der Hand gehalten und gemeinsam einen auf Peasy Cheesy gemacht. Das war nicht so. Aber anstatt darüber zu reden, dass Deutschland schon immer so ein fettes Rassismusproblem hat, dass die deutsche Heide wackelt, sind auf einmal alle super surprised. OMG. Huch, das Unsagbare wird wieder sagbar. Huch. Wo kommt denn dieser Rechtsruck her? Huch, wie konnte es denn so weit kommen? Huch, 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 huch. Und das Ding ist, mich überrascht hier gar nichts mehr. Ich muss kurz hier runter scrollen. Ich mach das jetzt zum ersten Mal. Mich überrascht hier gar nichts mehr, ja? Weil Rassismus schon immer so ein Evergreen war, bei dem nicht nur die AfD und Neonazis gerne mittrellern. Denn Teile der deutschen Mehrheitsgesellschaft nehmen Rassismus überhaupt nicht ernst. Denn was passiert, wenn mir zum Beispiel Rassismus passiert? Jetzt hab dich doch nicht mal so. Ist doch alles gar nicht so ernst gemeint. War doch nur ein Spaß. Oder wenn es richtig deep wird, sei doch froh, dass du hier leben darfst. Wow. Denn einigen ist überhaupt nicht klar, ja, was Rassismus bedeutet. Und Rassismus ist eben nicht erst, wenn Neonazis nicht weiße Menschen verprügeln. Rassismus ist in unserem Denken, in unserem Verhalten, in Institutionen und sowas von unfassbar fest verankert, dass wir alle darüber nachdenken müssen. Ja? Rassismus ist strukturell und darum geht's. Ihr seid so süß. Wow. Wenn in Deutschland immer noch darüber diskutiert wird, ob das N-Wort jetzt okay ist oder nicht, wenn immer noch darüber diskutiert wird, ob der Islam jetzt zu Deutschland gehört oder nicht, obwohl wir eigentlich darüber reden müssten, warum einige Menschen nicht schnallen, dass der Islam sowas von High Five dazu gehört, ja? Oder wenn Schwarze und People of Color immer noch schwieriger einen Job bekommen, wenn eine Frau mit Kopftuch, ja, immer noch schwieriger eine Wohnung bekommt, wenn ein Ümit von LehrerInnen schlechtere Noten bekommt, wenn Horst, wenn der Heimathorst, ja, sagt, dass Migration ein Problem ist, what the fuck, fick dich Horst. Neonazis, ja, dann auf die Idee kommen, hey,
Lasst uns mal mit Hitlergruß durch die Straßen laufen. Da muss sich doch bitte schön niemand darüber wundern, ja? Warum wundert ihr euch darüber? Über diesen Rechtsruck. Der Rechtsruck ist logische Konsequenz aus dem, was in Deutschland passiert. Und es heißt struktureller Rassismus. Das ist das Problem. Und eine Sache ist mir super wichtig, ja? Der NSU. Und wie mit den Opfern vom NSU umgegangen wurde. Weil das, was da passiert wird, ist so widerlich, so zum Kotzen, ja, dass wir alle jeden Tag darüber reden müssen. Denn wenn wir diesen verfickten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wirklich ernst meinen, dann müssen wir jeden Tag über den NSU sprechen. Denn die Moral von der NSU-Geschichte ist, deine Eltern, deine Großeltern und Freundinnen kommen als GastarbeiterInnen nach Deutschland. Sie sorgen dafür, dass der Laden läuft, ja? Und erfahren selten oder fast nie die Anerkennung und die Wertschätzung, die sie verdammt nochmal verdient haben. Stattdessen werden sie diskriminiert, sie werden ausgegrenzt und am Ende kommen irgendwelche Vollspacken Neonazis auf die Idee, genau diese Menschen umzubringen. Und der deutsche Staat, ja, was macht der deutsche Staat? Der schaut weg, er schaut zu, ja, lässt Akten vernichten, finanziert scheinbar indirekt den NSU und spricht viel zu milde oder gar keine Urteile. Und was machen wir? Wir machen einfach so weiter, als wäre nichts passiert. Das ist zum Kotzen. Eine Sache, worum es mir geht, der sogenannte Rechtsruck ist nicht einfach so vom Rassismushimmel gepurzelt, ja? Sondern der sogenannte Rechtsruck ist logische Konsequenz. Warum? Weil Menschen in Deutschland, die schwarz sind, die POCs sind, schon immer beschissener behandelt wurden. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, ja? Hört auf, euch zu wundern, macht einfach was Besseres daraus. Mein Vater, ja, mein Papa, hat mir als Kind immer gesagt, dass ich besser sein muss. Dass ich besser sein muss als meine deutschen Freundinnen. Ich habe am Anfang nie geschnallt, was er meinte, ja? Aber er hat über Rassismus gesprochen und er hatte recht. Ich musste immer besser sein, ohne dass ich es wollte. Und warum ist es so? Ja? Weil Menschen, die schwarz sind, Menschen, die People of Color sind, einfach besser sein müssen. Ansonsten haben sie ein fettes Problem. Denn egal wie gut Schwarze, also ich, und People of Color Deutsch sprechen, ja? Egal wie gut wir integriert sind, ja? Wenn wir mal aus der Gartenzwergreihe tanzen, dann heißt es Tschüssikowski mit dem Deutsch sein. Oder auf Pegidisch Ausländer raus. Und das Ding ist, wir müssen verdammt nochmal damit aufhören, als wäre Rassismus ein Importschlager von AfD und Co. Weil Rassismus schon immer da ist. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir endlich den Arsch in der Hose haben, unseren eigenen Rassismus zu reflektieren. Zuzugeben, dass wir eine Gesellschaft sind, in der Menschen, die schwarz sind, die People of Color sind, die muslimisch sind, die trans, die inter sind, dass die permanent diskriminiert werden, von uns allen. Und ganz ehrlich, ich stehe jetzt hier oben, ich könnte jetzt sagen, ich bin der Heilige, ich mache alles besser, Bullshit. Ich bin Teil des Problems. Wir sind alle Teil des Problems. Und deswegen müssen wir, wie gesagt, den Arsch in der Hose haben und zugeben, dass wir selber jeden Tag rassistisch, sexistisch, homofeindlich, interfeindlich, transfeindlich und islamfeindlich sind. Weil ansonsten, ja, ist unteilbar nur eine Floskel. Und das darf es niemals sein. Unteilbar ist eben keine Floskel. Wir alle, und ihr seid alle wunderbar. Ich auch.
Aber trotzdem sind wir auch Teil des verfickten Problems. Und das Problem heißt Rassismus, Sexismus, Homo, Inter, Trans und Islamfeindlichkeit. Und da müssen wir alle, wie gesagt, den Arsch in der Hose haben. Denn wenn wir, ich sag mal wir, ja, und damit meine ich euch und mich, wenn wir Demokratie wirklich ernst meinen, meinen wir das ernst? Nein! Und meinen wir das wirklich ernst? Nein. Die Würde aller, aller Menschen ist unantastbar. Meinen wir das ernst? Dann müssen wir jeden Tag versuchen, weniger Arschloch zu sein. Wir müssen jeden Tag versuchen, weniger AfD zu sein. Wir müssen jeden Tag versuchen, einfach besser, nicer, schöner, wundervoller, diverser und einfach nicht perfekt im Perfekten zu sein. Und das wünsche ich mir von euch, von mir und von allen Menschen in fucking Germany. Und eine Sache noch. Wenn Deutschland einen Heimatminister wirklich braucht, Horst, der geht an dich. Wenn wir wirklich einen Heimatminister brauchen, dann muss dieser Heimatminister Tarek Tesfu heißen. Und, ja, Leute, ich mach das. Ich werde Heimatminister und dann Bundeskanzler. Schwarzen, schwulen Heimatminister. Und eine Sache noch, die allerletzte Sache. Ich sammle gerade Geld für 5 Vereine, die Antirassismusarbeit leisten. Hey, diese Vereine machen diesen ganzen Bullshit, der von der AfD, von der Politik und auch von uns selber kommt. Das machen die wett. Und deswegen brauchen die Geld. Und jetzt will ich. Nein, ich will es nicht. Ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, dass ihr euer Handy rausholt, auf gofundme.com geht, /gegenRassismus und sei es 5, 3, 2, keine Ahnung, wenn ihr alle 1 Euro spendet, dann haben wir die Sache sowas von geritzt. Oder ihr kommt auf meine Seite, auf Facebook, Tarek Tesfu ist mein Name, ja, liked mich eventuell auch. Und ja, spendet bitte Geld, helft mir, dass wir alle gemeinsam unser Deutschland heißt ohne Rassismus, ohne Sexismus, ohne Homofeindlichkeit, ohne Islamfeindlichkeit. Lasst uns die Scheiße wirklich ernst meinen und spendet bitte ein paar Dollar. Ich gehe jetzt extra ganz langsam von der Bühne, damit ihr alle Zeit habt, das Handy rauszuholen, weil gleich, ja, kommt Tokotronic und Joy Denalani. Ja, ich stehe nicht nur auf der Bühne von Herbert Grönemeyer, sondern auch auf der Bühne von Joy Denalani und ich bin Fan seit der ersten Stunde. Ich bin Dix und Foxy, ich liebe euch und ich danke euch und bitte lasst uns einfach Deutschland geil machen, weil Deutschland ist geil.